Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. So wird es im katholischen Gottesdienst den Gläubigen zugesprochen. Die Friedensdekade erinnert uns an diesen Frieden und erbitten ihn immer wieder neu. Bitten und beten Sie mit, wo auch immer Sie gerade sind. Wir sind vereint im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung für diesen Tag der Friedensdekade steht im Buch des Propheten Micha im 4. Kapitel. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erleben nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Im Garten der katholischen Kirche in Walsrode stehen drei Glocken. Vielleicht fragen Sie sich, warum sie nicht im Turm hängen und hier im Freien so vor sich hinrosten. Als die Kirche 51 eingeweiht wurde, hing sie tatsächlich im Turm. Damals hatte die Gemeinde nicht genug Geld, um sich kostspielige Bronzeglocken anzuschaffen. So kaufte man die preiswerten Stahlgussglocken, die dann für Jahrzehnte hier im Turm hingen und ihren Dienst taten. Stahlglocken klingen aber im Vergleich zu Bronzeglocken eher wenig, nicht so gut. Und man sammelte Geld für neue Bronzeglocken, die heute hier im Turm hängen und zum Gottesdienst zu rufen. Was macht man aber mit alten Glocken? Über eine Tonne Stahlschrott einfach verkaufen, verschrotten? An diesen Glocken hängen Erinnerungen. Sie haben geläutet zur Taufe, zu Hochzeiten, haben das neue Jahr eingeläutet und waren bei allen wichtigen Ereignissen zu hören. So etwas kann man nicht verschrotten, und so stehen sie hier im Garten. Glocken haben aber nicht immer ein solches Schicksal gehabt. Als in beiden Weltkriegen die Rüstungsmaterialien knapp wurden, wurden Tausende von Glocken von den Türmen geholt und eingeschmolzen. Und wie tröstlich ist es beim Propheten Micha zu lesen, dass es auch den umgekehrten Weg gehen kann. Da werden Schwerter zu Pflugscharen, Lanzen zu Winzermessern. Dinge, die uns zerstören, werden lebensfördernde Hilfsmittel. Was verleitet eigentlich Herrscher und Regierende eigentlich dazu, Kriege zu führen? Sind es Machtgelüste? Ist es Größenwahn? Stecken Ängste,
Misstrauen dahinter. Das Rufen der Glocken erinnert uns daran, wozu wir Menschen eigentlich berufen sind. Vorbehaltlos angenommen von Gott und nicht vorbehaltlos den anderen anzunehmen, so wie er ist. Alles, was das Leben behindert, zu verwandeln in das, was das Leben braucht. Dann können wir entspannt unter unserem Weinstock sitzen und werden nicht aufgeschreckt. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Glocke hören. Lass uns beten. Gott, lass unsere Hoffnung auf eine friedvolle und gerechte Welt durch die Worte des Propheten Micha stets in und lebendig bleiben. Wir dürfen die Bilder, die er vor unseren Augen malt, in uns bewahren und Kraft daraus wachsen lassen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Sei mit diesem Weitblick gesegnet. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Seid mit dieser Tiefe gesegnet. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Seid mit diesem Licht gesegnet. So segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in seinem Frieden. Amen.